Hallo zusammen, willkommen zurück auf Nepomuk's Reise. Heute geht's weiter mit der Karosserie und zwar setzen wir endlich die Fensterrahmen auf. Das ist jetzt quasi der letzte Schritt, bevor wir dann am Ende das Dach draufsetzen können. Jetzt ist ja noch alles nicht so richtig festgezogen, damit eben dann am Ende das Dach noch drauf passt und wir daran alles so ein bisschen anpassen können und dann, wenn das passt, wird alles festgezogen. Das Seitenteil kommt hier drauf, das ist schon das Fenster drin, die haben wir ja schon reingezogen, die Fenster. Wir haben das an der anderen Seite schon geprobt, hat ganz gut funktioniert. Als erstes kommt hier so eine Dichtung drauf, so eine L-förmige Dichtung und da oben drauf kommen dann der Fensterrahmen und es gibt so Adapterstücke, die ich einmal hier und einmal da hinten und in der Ecke den Fensterrahmen quasi fixieren. Genau, die bauen wir jetzt ein. Viel Spaß! Also die Teile kommen mit dem langen Stift nach unten, weil die ja die ganze Höhe von dem Capping überbrücken müssen. Dann kommt von unten eine große Unterlegscheibe dagegen. So. Und das Ganze wird dann mit einer Mutter festgemacht. So. Gummipuffer. So. An der Stelle haben wir Adapter, die so aussahen. Das sind die originalen Adapter. Und wir haben neue gekauft, die sahen dann so aus. Die haben, wie man sieht, schon eine Schraube integriert, da ist quasi ein Gewinde dran. Dieses kurze Stück, das kurze Ende ist insgesamt trotzdem länger als das von unserem alten Adapter und die Löcher waren auch an der falschen Stelle. Das hat also gar nicht gepasst, deswegen haben wir uns dann entschieden, dass wir doch die alten Teile einfach sandstrahlen, die nochmal mit Zinkspray behandeln und dann haben wir sie jetzt eingewachst und so bauen wir sie jetzt auch wieder ein. Die Adapter, die hinten auf der Heckwanne sitzen, also egal wo, die sind Baujahr unterschiedlich wohl auch so Gummipuffern, die sauteuer sind, aber die hatten wir vergessen, deswegen machen wir es auch jetzt erst, weil wir es schon vor 2 Wochen machen wollten, aber uns haben diese Gummipuffer gefehlt. Und jetzt da, da drauf die Unterlegscheibe und da drauf die Schraube und von unten dann Unterlegscheibe von der Mutter. Gut, dann Fensterrahmen. Dann die Dichtung und der Fensterrahmen. Die Dichtung. Hier war auch ein Problem, dass wir ursprünglich 2 Dichtungen bestellt hatten, aber es waren leider die fürs falsche Baujahr. Das haben wir dann leider erst festgestellt, als wir sie draufbauen wollten. Das hat die ganze Sache dann nochmal verzögert. Aber so ist es halt immer beim Schrauben und letztendlich haben wir doch die Dichtung bekommen. Die kommen jetzt drauf. So, dieses Teil hat Aussparungen. Einmal für hier vorne und dann hier für die Ecke und für hier hinten. Passt ziemlich gut. Und es wird im Endeffekt dann durch den Seitenrahmen mit dem Fenster drin quasi komprimiert und in Position gehalten. So. Und so. Oh, ist das knifflig. Ich halte das hier einfach mal, wa? Was hier ein bisschen knifflig ist, es gibt diesen Adapter. So, jetzt brauchen wir den Adapter. Dieses Teil kommt quasi hier ins Seitenfenster. So, ich hoffe, man sieht ja das auf der Kamera. Ja. Und jetzt kommt der Adapter, von dem wir immer noch nicht genau wissen, wofür er eigentlich da ist. Aber machen wir mal drauf, ne? Soll ich es mal versuchen? Holy moly, das war anstrengend. So, diese Adapter werden immer mit solchen Exzenterscheiben fixiert. Unterlegscheiben mit so einem exzentrischen Loch. Der Grund, warum es diese Teile gibt, ist, weil die Löcher nicht passgenau übereinander stimmen, sondern je nachdem, wie man das Dach dann ausrichtet und wie die Heckwanne aufgebaut ist, wahrscheinlich wie betrunken derjenige war, der die Löcher gebohrt hat, gibt es dann diese Exzenterscheiben, die je nachdem, wie man die ausrichtet, dann immer so passen, dass die Schraube, die von unten kommt, oder dieser Stud, dass der dann
mit dieser Unterlegscheibe fixiert werden kann und die Unterlegscheibe in dieser Versenkung von dem Fensterrahmen passend sitzt. In dem Fall jetzt so diagonal. Das Teil ist jetzt dran, gerade eben ist die Kamera ausgegangen. Ich weiß nicht, ob es noch drauf war. Das ist ein ganz schönes Gefrickel mit diesem Festhalten von der Adapterplatte dahinter und so weiter, aber am Ende kriegt man es irgendwie hin. Man braucht nur ein bisschen Geduld, wie immer. Gut, den Adapter haben wir, den haben wir und da haben wir auch. Der in der Mitte fehlt noch auf beiden Seiten und hier hinten fehlen noch zwei M6er Schrauben. So, zwei Schrauben. Gut. So, jetzt ist das irgendwie alles so lala fest. Noch nicht final, weil das machen wir erst, wenn das Dach drauf ist, damit wir noch damit spielen können irgendwie. Genau. Was aber noch kommt, es gibt noch diese mittleren Adapter, die mittig die Scheibe runterziehen. Die werden hier dran fixiert, deswegen gibt es da auch das Loch, dass man von unten mit einem Schlüssel ran kann. Da würde ich jetzt diesen Gummi reinstecken. Dann kommt von unten dieser Adapter. So, und jetzt müsste man wissen, was da für eine Schraube verwendet wird. Ne? Mhm. Also man braucht irgendeine M8er Schraube. Von hier oben braucht man jetzt eine große Unterlegscheibe, M8, die den Gummi abdeckt. Oh, wer hat sich das denn ausgedacht? Soll ich den zuerst festschrauben? Das hätten wir mal zuerst festschrauben müssen. Weißt du, bevor man das Fenster raufsetzt, hätte man das Ding schon festschrauben können, weil da gibt es keine Bewegung und keinen Spielraum. So, jetzt sieht das Ganze schon mal so aus. Gut, ein bisschen ist jetzt ja ungefähr 5 Meilen zu weit oben, aber das zieht sich dann runter, wenn man, die Schrauben sind ja noch nicht fest. Wir bauen jetzt den Fenster einfach noch ein. Und zwar ist das hier ja so ein Gullwing Window, wie heißt das? Ja. Doch, genau, so ein Fenster, was man aufklappen kann. Und dafür gibt es natürlich auch so einen Fensterdämpfer, der das offen hält, wenn man es geöffnet hat. Auf der Seite? Genau, wie hier zu sehen. Ja, das wird so einfach nicht funktionieren. Hä, stopp! Es gibt so eine Halterungsfeder. Die muss man erst aufmachen. Und jetzt musst du da wieder rein. Ja. Jetzt, zack. Ah, nice. Zack, zack, Klappe zu, Affe tot. Die Kisten leeren sich. Ja. Langsam alles Formen an und der Motor läuft ja auch schon. Als nächstes ist jetzt eigentlich wichtig, dass wir das Dach draufsetzen und dass dann mal die Brems- und Kupplungsleitungen befüllt werden, dass wir dann mal schauen können, ob wir vielleicht irgendwann die erste Probefahrt machen können. Das wäre natürlich das absolute Highlight. Genau. Ja. Ja, Motor läuft, ist schon mal die Hauptsache. Ja, wir hätten uns das Dach auch gerne schon längst montiert, aber wie ihr schon gehört habt, haben uns erst diese Gummiteile ein Problem gemacht, dann die Dichtungen. Wir haben jetzt einzeln nachbestellt, das dauert ja dann immer, bis es kommt. Und dazu regnet es seit 3 Wochen durch. Insofern können wir das Dach auch nicht so richtig gut installieren, weil das wollten wir vor der Halle machen. Außerdem mussten wir erstmal fürs Dach auch diese ganzen Holzleisten, die wir da anbringen wollten, fertig machen. Und es war ja alles auch nicht ganz so easy, weil wir uns natürlich wieder was Komplizierteres überlegt haben dafür. Und um das nachher nicht über Kopf alles anbringen zu müssen, haben wir das jetzt im Voraus gemacht, dass das Dach jetzt quasi fertig ist und wir es nur noch draufsetzen müssen. Genau. Und wir müssen noch eine kleine Leiste fräsen und die auf Größe anpassen. Das können wir erst machen, wenn das Dach drauf sitzt, weil das vorne mit der Fensterrahmenverschraubung zu tun hat. Aber das zeigen wir euch dann im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.